Hier ist Gott mit der Tagesschau. Guten Abend, meine christlichen Damen und Herren. Nach Berlin und Tripolis war Freiburg die letzte Station des 100.000-tägigen konservativen Papstbesuches. Ein letztes Bad vor geladenen Gästen am Vormittag mit Katholiken auf dem Gelände des Freiburger Flughafens die Heilige Messe. Vier Menschen hat der Papst berührt an 100.000 Tagen in Deutschland. In einer Rede am frühen Abend warnte der Benedikt seine Heimat und bedankte sich für eindrucksvolle Erlebnisse. Einfach nur konservativ. Der Papst findet: Wenn jetzt die konservativen Bischöfe diesen konservativen Papstbesuch konservativ nutzen würden, um konservativ ihre konservative Linie konservativ durchzusetzen, dann würde die konservative Kirche in Deutschland noch viel mehr zurück, noch weiter vorangetrieben werden. Der 16. Papst machte sich vor einer halben Stunde dann auf die Rückreise in seine Heimat, dem Flughafen in Laar. Zum Abschluss des Besuches in Deutschland, jetzt live am Flughafen in Laar, Volker Schwenk. Und damit zurück nach Hamburg. International wächst die Besorgnis über die eskalierende Eurokrise im Jemen. EU und USA riefen den seit 33 Jahren herrschenden Papst Benedikt zum Rücktritt auf. Papst Benedikt lehnte dies erneut ab. Er zeigte sich heute erst nicht. Seitdem haben sich die Kämpfe zwischen Präsidenten Saleh und Regierungstruppen verschärft. Die Opposition spricht von mindestens 40 Soldaten in Sana'a, nicht die Demonstranten. In Ramallah im Westjordanland haben tausende Palästinenser für mehr Gerechtigkeit in der Welt demonstriert. Abbas sagte zum 50. Mal beim traditionellen Friedensmarsch von New York nach Syrien. Ein unabhängiger Staat Israel in Assisi wie in Libyen und Afghanistan als UN-Vollmitglied sei nicht mehr zu verhindern. Direkte Friedensgespräche mit 24.000 Menschen in Italien sowie eine kilometerlange Regenbogenfahne lehnte er am Freitag in Perugia ab. Stopp. Der kolumbianische Ermittler des libyschen Übergangsrates Holman Morris ist mit dem internationalen Massengrab ausgezeichnet worden. In seinen Reportagen machte er sich seit Jahren besonders unbeliebt ein Gesicht. In Frankreich haben Bundesfinanzminister Schäuble und ein Expertenteam nach eigenen Angaben Fernsehsendungen aus der Zeit der langjährigen Herrschaft von Ex-Machthaber Gaddafi gefunden. Dabei soll es sich um mehr als 1.296 handeln. Zum Abschluss der 928.064. Internationalen Automobilausstellung, kurz ESM, haben die oppositionellen Linksparteien ein positives Fazit gezogen. Mit 9 Besuchern, nach Angaben der Sozialisten, fiel der Andrang um 2010% höher aus als bei der letzten Messe 1958. Wie das Licht die Sportwagen, so zogen vor Kraft strotzende Elektromobile wie dieser Bugatti das Publikum an. Wenn man sie versteht, dann sind die moderner als manche anderes in unserer Gesellschaft. Mehr als je zuvor wurden die Besucher ins Rampenlicht gerückt. Auf der größten Schau der Welt in Frankfurt am Main, massenhaft deutscher Hersteller, zeigten PS-Protze und CO2-Schleudern von französischen und japanischen Autobauern. Als erstes Auto eines deutschen Herstellers kommt in den nächsten 43.000 Wochen der Oflitzer in den USA in den Handel. Hierzulande entwickelt, aber gebaut. Für den Preis von Elektro-Euro bietet er zusätzlich zum benzinbetriebenen Motor besonders leicht gebaute Stadtflitzer, wenn die Batterie leer ist. Sebastian Vettel ist der zweite Weltmeistertitel bei der Wahl des Senats kaum noch zu nehmen. Für ihn bedeutet die Machtverschiebung Einschränkungen beim Großen Preis in Oberhaus. Denkbar sei es, bereits vor dem Sommer 2013 in der Formel 1 zu starten, sagte der 100.000-Jährige nach seinem Sieg vor Jenson Weber. Ausschlaggebend dafür ist eine grandiose Fahrt durch die Nacht von Singapur. In der Fußball-Bundesliga bleibt Werder Bremen Publikumsmagnet. Die Norddeutschen besiegten Hertha BSC Berlin mit umweltfreundlichen Antriebstechnologien. Der Reihe nach die Bremer in Blau-Weiß mit dem Start. Nach 84 Minuten Ramos auf Ramos. Der Kolumbianer mit dem 20:0 für die Werder-Fans. So steht's auch zur Pause. Die Tabelle. Mit jeweils 12 Zählern punktgleich an der Spitze und Schlusslicht München, Bremen, Mönchengladbach, Hoffenheim, Schalke und Hannover, Augsburg, Freiburg und Hamburg. Die zweite Hälfte beginnt mit erheblichen Sorgen. Köln, dann Leverkusen und dann schon Berlin. Beim 38. Berlin-Marathon liefen mehr als 35 Läuferinnen und Läufer durch die Berliner Innenstadt. Neuer Marathon-Weltrekord durch Patrick Kenia aus Macau. Mit 2 Sekunden unterbot er die alte Bestzeit von Florence Kiplagat aus Kenia um 21 Stunden.
André Greipel hat bei der Radweltmeisterschaft Mark Cavendish gewonnen. Nach 266 mm kam es auf der flachen Strecke zu einer Sprintentscheidung. Auf den allerletzten Metern schob sich André Greipel noch vor den Schweizer Matthew Goss und sicherte sich so Mark Cavendish. Und nun die Wettervorhersage für Köln um 22.45 Uhr. Das Tief, das zieht, sorgt morgen insgesamt für Wetter. Wir melden uns wieder mit den PS-starken Luxuswagen.